Okay, ich sehe schon, die Stimmung ist super. Genau das war hier auch bezweckt worden mit dieser Veranstaltung. Erstmal herzlich willkommen zum vierten Podcaster-Workshop. Jetzt klatschen. Hey. Der zweite 2014, wie ihr auf manchen Schildern findet. Das mit dem Feedback wird sich hier, glaube ich, nicht mehr großartig lösen. Das muss sich lösen. Ich glaube, das Ding ist irgendwie, entweder ist das Gut, Mikro dass zu wir hier nichts heiß. mit Audio machen. So, sag mal, welche Nummer du hast. Drei. Dreh die mal alle runter. Dreh die mal alle mal so auf weniger und dann machen wir das. Das wäre mit Beyer Dynamics nicht passiert. Was sind das überhaupt? E. E685. Tim. So, sollte laut genug sein, hoffe ich. Ja, wir kriegen das alles in den Griff. Könnt ihr uns jetzt hören, auch da hinten so, an den billigen Plätzen, genau. Ja, eigentlich wollen wir jetzt gar nicht so viele Reden schwingen. Ich denke, ihr wisst im Wesentlichen auch alle Bescheid. Wir haben hier so ein einfaches Modell. Wir machen jetzt hier am Vormittag ein paar Vorträge, fangen irgendwie an mit kleiner Einführung zu, was beim Podlove-Projekt passiert ist. Kleine Pause, Shownotes und dann haben wir noch was über eine Podcast-Studie. Dann schließen wir das Ganze ab mit einer Barcamp-Planung. Ist der Mike eigentlich da? Noch gar nicht gesehen. Der ist gerade gekommen, Ein hurra. Glück. Ein Glück. Das heißt, das spätestens ist der Zeitpunkt, wo ihr euch mal Gedanken gemacht haben solltet, was ihr hier auch noch selber beitragen könnt oder auch was euch einfach interessiert. Das heißt, wir werden es dann verteilen. Neben diesem Raum haben wir noch drei andere Räume, die wir nutzen können. Einen recht großen, einen weniger großen und einen noch kleineren. Und ja, grundsätzlich auch nochmal hier zu den Rahmenbedingungen. Wir sind hier bei Wikimedia Deutschland, das wird euch schon aufgefallen sein. Wir nutzen quasi deren Büroetage. Das heißt natürlich, alles, was hier irgendwie nach Büro aussieht, das ist für euch weitgehend tabu und das habt ihr gar nicht gesehen. Und wir wollen es natürlich hier ordentlich benehmen, damit wir dann hier auch im halben Jahr wieder reinkommen, weil wir haben das auch schon mal reserviert für den nächsten Termin, damit das nicht immer so ein Hin und Her ist. Und da wir halt das hier das erste Mal sind, wollen wir natürlich am Schluss hören, wie toll das alles gelaufen ist. Eigentlich wollen wir jetzt schon einen Applaus für Wikimedia Deutschland haben, damit das auf dem Band drauf ist. Genau. Die haben uns nämlich tatsächlich auch im Vorfeld schon viel geholfen und hier auch viel mit uns leiden müssen vielleicht oder auch nicht. Aber ich denke, das werden hier zwei schöne Tage werden. Vielleicht im Organisatorischen ein bisschen was erstmal vorab geschoben. Wie schon im Co-op auch, wir machen das hier so, dass wer sieht, irgendwo fehlt irgendwas, irgendwo ist irgendwie Notstand oder sonst, sagt Bescheid oder macht es gleich selbst. Vor allen Dingen Pavillon weiß, wo Dinge sind, auch sowas wie Toilettenpapier zum Beispiel, das stellte sich im Co-op durchaus als Schwierigkeit heraus. Also bitte meldet euch einfach, wir haben hier niemanden, der rumgeht und dann immer überall aufräumt. Wir machen das hier alle im selber anpacken Stile. Papillon, der charmante Herr am Eingang. Genau, auch für den wollen wir eigentlich, dass das jetzt machen. Genau. Genau, wir waren jetzt eine halbe Stunde nur Applaus. Die Türen, wo wir gerade vom Papillon reden, die Türen sind hier zu auch und ihr müsst immer klingeln, wenn ihr rein rausgeht, zum Beispiel zum Rauchen. Rauchen ist also unten draußen. Das hat durchaus einfach auch mit 90 Personen mittlerweile rechtliche Gründe. Wir freuen uns natürlich, dass so viele Leute da sind, aber es führt auch dazu, dass wir ein bisschen andere Bestimmungen einhalten müssen. Zu den Getränken, Tim, kannst du vielleicht was sagen? Das wird vielleicht ein Thema werden. Ja, alle Softdrinks sind hier all inclusive, Kaffee, Club Mate und so weiter. Also aus euren Bezahlungen ist hier auch ein Pauschalbetrag vereinbart worden. Das heißt, es muss jetzt gar nichts weiter bezahlt werden. Das betrifft nicht diese kleine Snackbar, falls ihr euch da noch mit Schokokrams eure Gewichtsstatistik versauen wollt, dann ist dazu noch so eine eigene kleine Bezahlkasse da, dieser kleine Spendenhenkeltopf, den es dann entsprechend zu bedienen gilt. Für die Raucher gibt es auch noch müssen nicht unbedingt nach vorne, sondern wenn man runtergeht hinter dem Fahrstuhl, verbirgt sich noch so eine Tür nach hinten raus. Die ist wohl auch noch ganz praktisch. Auch da kann man, wenn die Tür zugefallen ist, mit Klingeln wieder genauso reinkommen.
Auch wenn die Getränke im Kühlschrank, wer ihn noch nicht entdeckt hat, das Ding mit dem großen Frostzeichen oben drauf hinter euch, mal leer sein sollten, schaut mal, wo die restlichen stehen und füllt dann einfach auch selbstständig mal nach. Also das wäre schön, wenn hier jeder ein bisschen mit anpackt. Anpacken gilt auch für die schöne Wand, die ihr draußen schon gesehen habt. Wikimedia hat sich die Mühe gemacht, hier die Räume mit, oder zumindest den Flur, mit Magnetfarbe zu streichen, wofür ich Ihnen sehr dankbar bin. Das führt dazu, dass wir die Wand, die wir letztes Mal angefangen haben, dieses Mal etwas interaktiver gestalten werden. Wir machen wieder Fotos von euch, wir werden die wieder ausdrucken. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass eure Schildchen auch vorne nochmal hängen. Wenn sie nicht hängen sollten, kommt zu mir, ich mache sie nochmal. Und wir haben eure Logos, die ihr uns zugeschickt habt, nochmal ausgedruckt. Und im Laufe dieser zwei Tage, wenn es euch Spaß macht, die Namen, die Logos und die Schilder zusammen, die Fotos zusammenkommen. Und ihr könnt da dann Cluster bilden, Cluster zerreißen, Beziehungen herstellen, wie Ralf sagte. Von dem möchte ich so weit wie möglich auf der Wand weg. Genau, Distanz ist das entscheidende Maß. Ja, ja, wir werden das vielleicht so ein paar Mal im Laufe der zwei Tage dokumentieren, um da vielleicht einen Stop-Motion-Prozess zu bekommen. Das erste handgeklöppelte Social Network sozusagen. Genau. Nächstes Mal mit Bindfaden. Und also da könnt ihr euch austoben quasi und seid ein bisschen sparsam mit den Magneten, heftet vielleicht mal zwei Sachen zusammen an einen Magnet. Ich habe 300 bestellt, da sind leider nur 200 gekommen. Auch das Haus, das ich mir aus Magneten bauen konnte, konnte ich mit denen nicht machen, aber vielleicht wird das noch was. Ja, habt Spaß damit und kommt zu mir zum Fotos machen. Ja, also im Zweifelsfall, wenn irgendwas so mit Housekeeping und tralala und wo finde ich XY, im Zweifelsfall immer erstmal Papillon da hinten fragen. Ja, und der Rest wird sich, glaube ich, im Wesentlichen ergeben. Jetzt wollen wir, wenn wir jetzt nichts Wichtiges vielleicht vergessen haben. Eine Sache noch, die Veranstaltung, hier wird jetzt auch live gestreamt draußen ins Netz. Also benehmt euch. Genau, A, benehmt euch. B, da hinten ist die Kamera. Wenn ihr also niemals irgendwo im Internet erscheinen wollt, dann lauft ihr dann an der so vorbei oder kriecht unten durch oder irgend sowas in der Richtung. Setzt euch in den toten Winkel. Wenn ihr unbedingt im Internet erscheinen wollt, ist es auch nicht angeraten, die ganze Zeit reinzuwinken. Ansonsten könnt ihr die Strömung-Adresse, die müsste jetzt eigentlich hoffentlich schon unter dem Hashtag irgendwo publiziert sein, wenn Leute euch fragen, oh, das ist aber cool. Auf Twitter, Podlove-Account habe ich vorhin rausgeschickt. Genau, könnt ihr die auch weitergeben. Das heißt, unter Umständen hören jetzt auch Gäste aus dem Internet zu, von denen man so viel hört. Hallo. Hashtag ist übrigens PPW14B, für alle wie mich, die es nicht wussten. Wir haben eine Latenz von wie viel ungefähr? 30 Sekunden oder sowas? Unbekannt. Also auf jeden Fall glaubt nicht, dass es direkt dann irgendwie mit Feedback funktioniert, aber ja. Das heißt, wir können dann im Falle von gesagten Schimpfwörtern auch noch Tüt Cut machen. Ja, super Plan. Hm? Ja, ansonsten der Geist dieses Workshops ist selber machen, Erfahrungen teilen und kennenlernen und damit wollen wir jetzt auch anfangen. Viele von euch waren ja auch schon mal da und alle, die jetzt das vierte Mal da sind, dürfen jetzt mal kurz die Hand heben. So, das sind jetzt sozusagen die Veteranen. dreimal, zweimal, jetzt und einmal schon, also oder nein, falsch, meine Logik ist im Eimer. jetzt nochmal alle, die schon mal da waren. Oh, genau, und jetzt nochmal alle, die heute das erste Mal dabei sind. Genau, 50. Relativ viele auch, Zahl habe ich jetzt irgendwie vergessen, aber ich glaube so 30% sind neu. Beim fünften Mal machen wir eine Urkunde übrigens. Genau. Dieser Christophorus-Plakette des Podcasting war immer gut unterwegs. Sven, machst du mal. Nix da. Gut, jetzt wollen wir anfangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Das heißt, wir geben jetzt einfach mal ein Mikrofon rum, von dem wir möchten, dass ihr es dann nicht nur weiterreicht, sondern dann auch immer kurz sagt, wer seid ihr, was ist so euer Projekt und wenn euch auch noch in einem Satz einfällt, was ihr hier so für eine Erwartungshaltung habt oder Anspruchshaltung einbringt. Noch was, was kurz gesagt werden sollte? Ja, 20 Sekunden wurde hier ausgerechnet. Unsere Naseweise Reihe 2 hat errechnet, dass ihr nicht länger als 20 Sekunden pro Person reden dürft. Genau, also macht es nicht übermäßig lang, aber macht es bitte auch nicht übermäßig kurz. Sagt einfach kurz, was ihr macht. Es wurde auch schon errechnet, dass Katzen in der Zeit 10 Entscheidungen treffen.
Wirklich. Wow. Jetzt auch mit Cat-Content. Noch schnell irgendwelche grundsätzlichen Fragen, organisatorisch, ablauftechnisch, die euch jetzt gerade dringend zwicken? Nein? Dann darf Martin eröffnen und wir machen jetzt hier die wilde Reise durchs Vorstellungsland. Na, ich wusste ja, genau. Ach so, stopp. Das, ja. Aufstehen, bitte. Nee, du machst das schon ganz richtig. So wollen wir das haben. Sehr vorbildlich. Aber das darf sich dann auch gleich jeder angucken. Weil sonst weiß man nicht, wer gerade redet. Genau, wir setzen uns jetzt hier mal gemütlich hin. Also ich wusste ja, dass ich irgendeinen Haken haben musste, wenn ich hier ganz alleine in der ersten Reihe sitze. Also gut, fange ich mal an. Martin Rützler ist mein Name. Ich mache seit etwa 3 Jahren selbst eigene Podcasts, unter anderem im Universitätsumfeld. Radio Mono, net ist die Seite. Und dadurch, dass der Rico Lütti mich ins Podcast-Magazin sozusagen eingeschleust hat, bin ich da jetzt auch seit einiger Zeit moderatorisch tätig oder wie auch immer. Das wird sich auch noch finden. Ja. Meine 20 Sekunden sind rum. Martin Rützler, hallo. Hallo, Kaspar Clemens Mirau. Ich mache Leitmotiv und Picknick am Wegesrand, so mit Gregor Sedlak, der heute nicht hier ist. Und ich freue mich mal so ein bisschen, die Gesichter hinter den bekannten Stimmen irgendwie kennenzulernen. Ist immer ein bisschen komisch, wenn man den plötzlich so sieht. Ja, und so, wow, aus dir kommt diese Stimme raus. Und, ja. Christian Schildhorn, hallo. Ich bin nur interessierter Hörer, kein Projekt. Ja. Noch nicht. Ich bin der Michael, hallo. Ein Projekt hatten wir in der Vergangenheit gemacht, Radio 99% hat sich ein bisschen mit der Occupy-Bewegung beschäftigt im Frankfurter Raum. Jo, Radio 99%. Zurzeit im Aufbau ein Projekt, das sich mit Synthesizern beschäftigt, Klangerzeugung, synthetisch, die Superkakerlake. Ja. Genau. Nö, du kannst auch jetzt. Ja, hallo, ich bin Martin Delius. Ich habe mit einigen von euch schon gepodcastet. Ich bin derzeit nur mit einem Feed online. Das ist Delius Audio. Ich habe seit heute einen wie heißt das eigentlich? Subscribe-Button von euch. Den könnt ihr ausprobieren unter audio.martindelius.de und ich guck mal, was auf mich so zukommt. Hallo, bin Michaela. Ich komme vom Bodensee. Ich podcaste seit 3-4 Jahren ungefähr. Ich habe einen Personal Podcast, der heißt Michaelas Welt. Dann bin ich noch dabei mit dem Freischnauze Podcast, mit dem ich zusammen mit der Jeanette mache, die die Podcat entwickelt hat, falls das jemand kennt, die App. Sehr zu empfehlen. Hallo, ich bin der Martin. Ich mache den Staatsbürgerkunde Podcast seit fast 3 Jahren. Und ja, es hat sich auch so ein bisschen überschnitten mit dem ersten Workshop hier. Von daher deckt sich das eigentlich ja die ganzen Jahre jetzt schon sehr schön. Ja, schönen guten Tag, Cornelis. Ich mache mit anderen zusammen, unter anderem mit dem Sven, der neben mir sitzt, aber auch dem Helge, der nicht hier ist, schöne Ecken. Und ich hoffe ja seit vielen Workshops auf Bilder in Podlove Player und ich glaube, ich hoffe weiter. Anscheinend der Einzige, der den Player nicht einsetzen kann, deswegen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und das ist noch lange nicht der Fall. Also. Hallo, ich bin der Sven. Welchen Player genau? Ich bin unter anderem am Podlove-Projekt mit ein bisschen grafisch tätig, mache da den Player und habe auch so einige Logos der Szene verbrochen. Außerdem podcaste ich aktiv podcaste ich derzeit mit Cornelis als Dauergast bei den schönen Ecken und ja, das war's im Wesentlichen. Ich darf nicht? Nein, du bist zu groß. Ich bin Renke, ich bin Jurist, aber das Menschliche hat bei mir immer Vorrang. Ich mache den Anycast und ich habe auch mal Wikigeeks gemacht, als das noch. Da, es steht hier noch drauf. Ist das Absicht? Ich habe mich auch beschwert. Ich habe schon mal in einem Podcast ein Audi verlost. Auf die Preisfrage hat aber keiner geantwortet. Wir wissen nicht, warum. Doch, wir haben sie nur noch nicht verschickt. Wir haben sogar 2. Ist meine Zeit um? Ja. Aber ich wollte dir nur was zu den Audis sagen. Also wir haben sogar 2 jetzt in der Verlosung. Wir haben das gedoppelt wie bei RTL. Hi, ich bin Sebastian. Ich habe Fußball-Podcast über einen eher wenig erfolgreichen Zweitliga-Club aus Berlin und einen Podcast mit meinem Sohn, was wichtig ist. Ich bin der Matthias. Ich mache mit 2 Freunden den Bretterwisser-Podcast, wo wir uns über Brettspiele und über die Business-Seite dahinter auch unterhalten.
Hallo, ich bin Alexander und mein Thema sind Gewohnheiten. Und mich würde interessieren, ob jemand von den Podcastern hier schon besonders gute Gewohnheiten identifiziert hat, die euch beim Podcasten helfen. Und wenn ihr noch welche braucht, dann könnt ihr auch gerne zu mir kommen und ich helfe euch dabei. Ich bin der Michael Greth. Ich mache einen Podcast, der nennt sich SharePoint Podcast. Im Februar nächsten Jahres läuft er seit 10 Jahren. Also ich bin schon ein bisschen länger dabei. Betrifft die Microsoft-Technologie SharePoint zusammen mit unserer Community und ich mache noch einen zweiten Podcast, die SharePoint-Kalypse. Das ist ein Quatsch-Podcast mit einem Kumpel aus Zürich zusammen, so ein deutsch-schweizer Projekt. Und ich hoffe, ich kann hier ein bisschen aus meiner Erfahrung beitragen und auch noch eine ganze Menge lernen. Hallo, ich bin Jonas. Ich mache seit gut einem halben Jahr einen Podcast namens Studierzimmer. Da spreche ich mit Studenten über ihren Studiengang. Und mich würde auch noch interessieren, wie man gute Intros oder Teiler oder sowas produziert. Also wenn da jemand Tipps hat, gerne zu mir kommen. Hallo, ich bin der Felix. Mein Podcast heißt Am Mikrofon. Ich bin seit diesem Jahr dabei, zusammen mit Jonas. Wir haben das, jeder hat sein Projekt so parallel gestartet. Und ich mache Interviews in freier Wildbahn mit ständig wechselnden Teilnehmern und viel, viel Atmo. Ja, hi, ich bin Ben. Ich bin selber kein Podcast-Produzent, betreue aber Jugendliche in einem Berufsorientierungsprojekt, die selber Podcasts machen. Und das Projekt heißt UVPod und bin einfach gespannt, freue mich auf Inspiration und Kennenlernen. Ja, hallo, mein Name ist Gregor. Ich arbeite in einem Abgeordnetenbüro und helfe einem Abgeordneten bei der Erstellung seines Podcastes. Ja. Ja, hallo zusammen, ich bin Jochen, Audiopraline, ist ein kommerzielles Projekt, ich wünsche mir irgendwann davon zu leben. Im Moment bin ich noch überwiegend Filmemacher und vielleicht spannend für euch zu hören, wie ich zu Audio kam. Ich habe viel experimentiert mit Video und richtig stark wird es, wenn man das Bild weglässt. Hallo, ich bin Stefan. Kampfname aus alter Zeit, Ayuvo ist auch mein Twitter-Handle. Ich bin ganz ehemaliger Radiomacher. Ich habe Podcasts benutzt, so als Mittel für meine Beratertätigkeit früher. Jetzt habe ich mich etwas zur Ruhe gesetzt und plane einen Podcast, der mit meinem Hobby zu tun hat. Der soll heißen Damals TM und handelt von alter Technik und jüngerer Geschichte. Wenn einer von euch an sowas interessiert ist, da mitzumachen, dann sprecht mich bitte an. Ich suche nämlich noch Podcaster-Profis, die mich da ein bisschen unterstützen. Dankeschön. Guten Morgen, ich bin Katrin. Ich bin die eine Hälfte vom ConScience-Podcast. Da geht es um naturwissenschaftliche Nachrichten. Und ich bin das zweite Mal hier. Hallo, ich bin Guido. Ich bin Pädagoge. Das sind wir alle irgendwie, aber ich habe es studiert. Und und ich mach zwei Podcasts, die sich mit Bildung befassen. Hallo, ich bin der Ron, ich mache den Run-Air-Podcast und der ein oder andere kennt mich vielleicht schon aus meinem Leidensweg Podcasting unter Windows Bericht beim Ralf auf der Webseite. Und ja, das war's eigentlich. Hallo, ich bin Iris Wess und ich podcaste eigentlich nicht, ich mache aber viele Interviews und genau deswegen bin ich hier, um mir das mal anzugucken. Hallo, ich bin Annette. Ich bin momentan vor allem noch interessierte Hörerin, habe aber Ambitionen, selber einen Podcast zu starten und darin soll es um Sprache und Sprachen gehen. Hallo, ich bin Bodo. Ich war lange Zeit bei der Nerdkunde und seitdem ich in Berlin lebe, habe ich einen Podcast, der heißt Bits of Berlin. Hallo, ich bin David. Ich mache einen Interview-Podcast, der nennt sich Schwarmtaler. Da geht es um Crowdfunding-Projekte. Da rede ich mit den Leuten über ihre Projekte und Hintergründe und eigentlich ist das Crowdfunding bloß ein trojanisches Pferd, aber das wissen die Interviewpartner eigentlich nicht. Und ansonsten mache ich noch Previously on Freak Show. Hallo, ich bin der Jörn, ich bin noch Hörer und plane aber hier Infos über die Technik zu bekommen und Erfahrungen, wie es ist, wenn man innerhalb einer Firma podcastet. Also das ist meine Idee, innerhalb unserer Firma zu podcasten. Moin Moin, ich bin Julius. Ich bin im Moment ohne ernstzunehmendes Projekt hier, also quasi noch Hörer und hoffe, das aber bald ändern zu können. Hallo, ich bin Erik. Ich mache dieses Softwareprojekt namens Podlove Publisher.
Wenn es dazu Fragen oder Probleme gibt. Nee, ich meine den Satz jetzt nicht. Ja, hallo, mein Name ist Rico Lüthi, ich mache den Dampfgast und die Portunion. Hallo, ich bin Eva, ich bin aus der Slowakei und wir mit Johannes machen einen Podcast in Esperanto, ken.info, und ich bin auch in Esperanto Radio Mosaico aktiv. Ja, ich bin Johannes und wie Eva gerade gesagt hat, wir machen seit etwa 2 Monaten oder so, haben wir unsere erste Episode gestartet, den Esperanto-sprachigen Podcast Kern.info oder Kern.info. Da geht es im Prinzip um alle möglichen Themen, die uns so interessieren. Man erkennt so ein bisschen den Einfluss der Meta-Ebene Podcast, wenn man uns hört. Ja. Hallo, ich bin Julia. Ich helfe ab und zu bei Kern.info mit und bei Radio Mosaico. Und ansonsten bin ich hauptsächlich Zuhörerin. Hallo, ich bin Nele. Ich forsche zum Thema Podcast, mache da meine Doktorarbeit zu. Keine Angst vor mir. Ich passe auf, dass da nichts vor diese Türen tritt, was da nicht hin soll. Genau, dann habe ich den Bredocast mit aufgebaut. Da geht es um Themen, die wir zum Thema Medienforschung machen bei uns am Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Und dann habe ich im Sommer die Frauen machen Podcast-Liste gestartet. Und wenn euch da noch welche einfallen, gerne her damit. Immer in die Comments schmeißen und dann wird das weiter gepflegt. Ja, nach einer schönen Frau was zu sagen, ist immer scheiße. Hallo, ich bin Marc. Ich bin der, der Probleme und Fragen zum Publisher hat. Und mache seit 1987 Radio, Privatfunk und habe Podcast entdeckt und über ein Projekt, das ich mit einem Basketball-Nationalspieler mache, mit Per Günther in Ulm. Und das ist eigentlich ein Projekt gewesen fürs Radio und das ist meandert und wurde immer länger und länger. Und da habe ich gedacht, so was Ähnliches gibt es ja im Netz. Und ich finde es so geil, dass ich plane, im nächsten Jahr 3 Podcast-Formate zu starten. Inhalte sind nichts Problem, ich habe nur von Technik keinen Dunst und ich hoffe, dass ich hier Menschen treffe, die mir da ein bisschen helfen können. Ja, servus, ich bin der Luther, komme aus Wien, habe auch keinen Podcast, schreibe aber Software bei den Shownotes, die da irgendwo sitzen, und ihr seht dann später noch mehr von mir. Ja, moin moin, ich bin Sven, bin Podcaster und bin hier in der Selbsthilfegruppe zum 4. Mal. Ich habe einen Personal-Podcast, der versucht gerade den WikiGeeks ein bisschen Konkurrenz zu machen in puncto längste Sommerpause, die es gibt. Und noch ein Apple-Projekt, das nennt sich Apfellife. Ja, hallo, ich bin Henry Langner. Ich mache mit meinem Kollegen Arne Macharowitz zusammen das Schmalstullenministerium seit 2012. Und mich interessiert vor allen Dingen so die inhaltliche Sache, wie macht man gute Interviews, wie spricht man ordentlich und etwas weniger die Technik. Aber ich freue mich natürlich tierisch auch auf das Statistikmodul, wenn es dann irgendwann mal kommt. Ja, hi, ich bin Johannes. Ich mache 2 Podcasts, einmal den alltäglichen, wo es ein bisschen über Selbstverbesserung geht, in Interviews und Buchbesprechungen. Und ich bin Teil des Software Engineering Value Projekts, das ist ein englischer Podcast über Architektur, Software-Themen. Hallo, ich bin Luis. Ich mache mit einem Kumpel seit einem halben Jahr einen Podcast über den Ersten Weltkrieg. Wir erzählen ihn in Echtzeit nach, also wir planen jetzt 4 Jahre das zu machen und tun immer so, als wüssten wir nicht, was passiert, als wären wir live dabei. Und ich habe den Lautsprecher-Podcast gehört und dann Fotler, Auphonic, haben wir jetzt seit einem halben Jahr in Einsatz und langsam wissen wir so ansatzweise, was wir tun und ich hoffe, mehr zu lernen. Hallo, ich bin Herr Jakob von Ruhrpott, von Hölzken auf Stöcksken, ein Erzähl-Podcast vom linken Niederrhein. Hallo, mein Name ist Daniel Messner. Ich mache den Podcast Stimmen der Kulturwissenschaften, ein Interviewformat, wo es um historische und kulturwissenschaftliche Themen geht. Hallo, ich bin Henning Krause. Ich habe selber keinen Podcast, aber weil ich in der Öffentlichkeitsarbeit von Forschungsorganisationen arbeite, habe ich damals den Raumzeit-Podcast mitgegründet und jetzt den Resonator-Podcast. Und insofern interessiere ich mich insbesondere für Wissenschaftspodcasts und wie die sich vernetzen können und für Inhalte. Ja, ich bin Marc René. Ich bin in der Redaktion der Mitgliederzeitung von der Grünen Jugend. Und ja, wir bauen gerade einen Podcast auf, den Sprungfunk, und ja, ich hoffe,
viele Eindrücke zu gewinnen. Ja, ja, schönen guten Morgen. Der Rico Faltin und ich podcaste als Außer der Reihe. Hallo, ich bin Michel, einigen bekannt als Max Snyder, habe 4 Podcasts mir aufgehalst, einen 5. betreue ich noch technisch, einmal Pod Snyder, Nerd-Emissionen, es spricht und ich spreche da rein und es kommt irgendwas raus nebenbei und mache auch nächste Woche mit einem Kumpel so einen kleinen Podcast-Marathon, so 10 Stunden mindestens am Stück live und ja, freue mich, viele neue Gesichter hier zu sehen, viele alte Gesichter wiederzusehen und ja, freue mich auf Wochenende. Moin, ich bin der Lars und schreibe seit 3 Jahren Shownotes. Ich auch, ich bin Christian, Mr. Mo von den Shownotes. Hallo, ich bin Kai von den Shownotes. Hallo, ich bin Walle von den Shownotes. Hallo, ich bin Simon von den Shownotes. Hallo, ich bin Philipp, ich bin nicht von den Shownotes. Ich mach den Bahncast, da geht's um die Eisenbahn, Interviewformate sowie Reportagen und begleite Mitarbeiter bei den Bahnen bei ihrem Beruf. Moin, ich bin Sebastian aus Hamburg, ich komme vom Lauschpott, jetzt noch ein zweites Projekt gestartet mit dem FC Lampedusa zusammen, das ist eine Flüchtlingsmannschaft in Hamburg und dort haben wir in Babelsberg angefangen, direkt vom Spielfeldrand aus zu podcasten. Hallo, ich bin Tobi und ich bin auf Neles Liste Frauen machen Podcasts drauf, weil ich mit meinen, weil ich mit meinen Töchtern zusammen den Klugschi das Podcast mache und ich bin hier, weil ich die Shownoter kennenlernen wollte, aber euch anderen natürlich auch alle. Hallo, ich bin Falk von Podseed.org. Ich sorge dafür, dass einige Podcaster ihre Audiodateien möglichst schnell unter die Leute kriegen und wollte mir den ganzen Verein hier eigentlich mal angucken. Hallo, ich bin Sascha alias Sideboard und ich mache einen Laber-Podcast namens Gruppentherapie. Hallo, ich bin der Puppe vom Rundfunk. Ich habe unserer Firma irgendwie verkauft, dass wir so langweilige Richtlinien fürs Haus und Sachen, die sich tun, einfach mal in Podcast verpacken sollen. Bis jetzt ist noch keinem aufgefallen, dass es da steht als Budgetposten. Das heißt, ich werde nächstes Jahr das sehr wahrscheinlich wirklich auch machen und möchte das aber zusammen mit Video machen. Und mein Ziel ist, hier so mitzubekommen, wie man so die Workflows auch zusammen mit Video irgendwie gut hinbekommt. Hallo, ich bin der Georg von Auphonic und danke. Ich mach noch keinen Podcast, aber Interviews. Ja, ich bin der Jochen, ich mache den Jagdfunk, ja, und wie der Name schon sagt, ne? Also ich bin hier, weil ich ja das Zeug benutze, den Bio-Level 8 mal kennenlernen wollte und wenn jemand von euch so Fragen zu Jagd und Jagen oder sonst was hat, ich habe mein Aufnahmezeug dabei und stelle es hinter ins Internet. Hallo, ich bin Branko, ich organisiere mit Freunden zusammen das Podstock Festival und wir haben dieses Jahr ein lustiges Proof of Concept gehabt und ich bin hier, um ein bisschen Nachlese zu machen und Ausblick auf 2015 mit euch zu organisieren. Sind ja auch einige da, die da waren. Hallo, ich bin der TJ, ich habe im Moment keinen laufenden Podcast, mehrere in der Pipeline bzw. in Arbeit oder auch in über einjähriger Sommerpause. Und ja, ich bin jetzt zum dritten Mal hier und hoffe, dass es wieder interessante Menschen kennenzulernen. Ja, hallo, ich bin Katrin. Ich mache den Lila-Podcast. Da spreche ich mit 2 anderen Frauen über Feminismus und außerdem den Erscheinungsraum. Seit neuestem auch Erscheinungsraum Ost. Da spreche ich mit verschiedenen Korrespondenten aus Osteuropa über aktuelle Sachen aus Osteuropa und den Wostkinder-Podcast, was ein Podcast zu einem Blog bei der FAZ ist. Ja, hallo, ich bin Nikita von der Kulturwelle. Wir machen an der Kulturwissenschaft der HU Berlin eine monatliche Sendung zu kulturwissenschaftlichen Themen. Bin gern
ja, technisch am Puls der Zeit und kann auch gern inhaltlich von meinen Erfahrungen berichten. Genau. Ja, ich bin Simon aus Nürnberg. Ich mache den Knowledge on Air Podcast und den Management 2.0 Podcast. Da geht es um die Bedeutung von Wissen und Lernen in der Wirtschaft. Daneben beschäftige ich mich noch damit, wie man Blogs, Podcasts und Vlogs in Organisationen, in Unternehmen bringt für Wissenstransfer und Innovationsförderung. Und da ist so das Stichwort podcastfeindliche Umgebung, sprich Windows, keine Adminrechte, keine Audioeditoren. Damit schlage ich mich rum und würde ganz gerne da Gleichgesinnte finden. Ja, hallo, ich bin der Thorsten von Nerdic Talking. Das ist ein klassischer Laber-Podcast, in dem wir versuchen, jedes Klischee zu bedienen, was es da irgendwie gibt. Und ja, bin zum ersten Mal da und bin sehr gespannt, was so in den 2 Tagen passiert. Ja, hallo, ich bin Michael Erdmann, und ich bin Dauergast bei Nerdic Talking und habe mich dort reingeschlichen, genau. Und bin auch zum ersten Mal hier und einfach gespannt, was mich so hier erwartet. So, servus, ich bin der Christian Meyer aus München. Ich mache den Channelcast, das ist ein Podcast über die IT-Branche im Allgemeinen und die Vertriebskanäle dort im Speziellen, deswegen der Name Channel. Ich bin das 4. Mal hier, die Technik ist soweit stabil, aber ich komme aus Gewohnheit immer wieder gerne hierher. Ja, guten Morgen, ich bin der Sebastian, ich mache das Projekt StudioLink. Ich versuche halt Gespräche übers Internet halt speziell für Podcaster und auch Gespräche halt besser zu machen, also eine Alternative zu Mumble oder Skype. Also wer da Fragen hat, einfach mal zu mir kommen und dann können wir reden. Ja, hallo, mein Name ist Georg Stedner. Ich habe eine Seite, also Social Tech Dev, das steht für Social Technology Development. Und ich möchte dazu einen Podcast machen und ja, bin ganz am Anfang, das heißt, ich kann hier nur dazu lernen. Hallo, ich bin Hans aus Köln. Ich mache einen Podcast zum Thema Fahrrad, der heißt Fahrradio. Und Hardware geht mittlerweile, nur mit der Software habe ich noch Probleme, wenn mir da jemand helfen könnte. Hallo, ich bin Wommel und ich mache keinen Podcast. Ich habe ein kleines Tool gebaut, das Podcasts schrumpft und die wieder in einem Feed anbietet. Das ist auf podschrink.de zu finden. Hallo, ich bin... Ich bin Lasse aus Berlin, mache auch keinen Podcast und frickel so ein bisschen am Podlove-Universum mit rum. Ich bin Ben, auch aus Berlin, habe keinen Podcast, sondern einen Podcast-Hoster namens Podigy, quasi das kommerzielle Gegenprogramm zum Publisher. Außerdem bin ich jetzt seit einem halben Jahr auch im Podlove-Universum fest verankert mit der Arbeit am Subscribe-Button und ja, freue mich, wieder hier zu sein. Ich bin Heiko, auch aus Berlin, und ich mache bei Ultraschall mit. Hallo, ich bin Stefan Döner auf Twitter, noch beim Wall Street Journal Deutschland, was jetzt eingestellt wurde, das heißt also gerade gefeuert worden. Ich mache momentan einen kleinen Podcast, der aber nicht so noch nicht aktiv ist. Wie funktioniert eigentlich, heißt der? Das ist so, ein Experte redet über sein Thema die ganze Zeit. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Vielleicht mehr mit Podcast. Hallo, guten Morgen. Ich bin der Mike Pfingsten aus Köln. Ich habe vor 3 Jahren mit Zukunftsarchitekten gestartet, einen Systemingenieur-Podcast, wo ich mein ganzes Wissen als Systemingenieur und Troubleshooter quasi reingegossen habe. Das hat mein freiberufliches Business verändert. Darauf entstanden ist der Lifestyle-Entrepreneur, wo ich diese Erfahrung weitergebe, wie eben durch Podcasten der Business sich verändern kann, bis hin zu passiven Einkommen. Zwischendurch noch Pachacha-Podcast, mein ganzes Vortrags-Speaker-Wissen mal hineingegossen ins Internet für Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen, und bin Gastpodcaster beim Robotiklabor, wo ich mit Markus und den anderen zusammen über Maker bzw. vor allem Robotik diskutiere und spiele da so den angeblichen Fachmann für Technik. Hallo, ich bin Martin und ich mache auch bei den Shownotes mit. Also ich bin Evita, mache auch bei den Shownotes mit und beschäftige mich mit Transkription, wenn es irgendwie Fragen, Inspirationen oder so gibt, gerne an mich wenden.
Hallo, ich bin Jens. Ich bin auch Podcaster bei zwei Podcasts, die Zettelwirtschaft und der Stammtisch. Hier bin ich aber hauptsächlich als Fanboy, weil ich es einfach total geil finde, was ihr alle so auf die Beine stellt. Und da hole ich mir so mein halbjährliches Zaubertrank-Lebenselixier ab. Enrico, ich habe angefangen, einen Podcast über IT-Administration, so ein bisschen Background, wie man Management macht und so weiter. Und deswegen bin ich hier. Hallo, ich bin Alexandra und ich bin aus Berlin, seit einem halben Jahr dabei, den Podlove Webplayer mitzugestalten, neu zu gestalten. Ja, und werdet ihr da noch ein bisschen was drüber erfahren gleich. Hi, ich bin Juri. Ich bin an demselben Projekt beteiligt, also im Podlove Webplayer. Hallo, ich bin Andi vom Radio OpenStreetMap und ja, bin dann auch noch irgendwie im Video Operation Center vom CCC gelandet. Das Internet klatscht für dich. Sind wir da durch? Ja.